bin gern in Ihrer Gesellschaft, aber... Das heißt, wir bleiben nur Freunde. Ja. Leb wohl. Das war's. Die Eisdiele kann ich vergessen. Wie? So schnell willst du jetzt aufgeben, oder was? Robin, ich denke, du kannst dich nicht bewegen. Habe ich bald Entenfüße. Ich war das nicht. Ja, es waren meine Phantomschmerzen. Entschuldige. Die beiden eine Chance haben? Also ich wundere mich nur, dass Robin mit den Blasen und den Füßen überhaupt noch aufrecht stehen kann. Geht's? Wenn ich an die Kohle denke, auf jeden Fall. Bist du dir sicher, dass du dir deine Füße für 5000 Euro ruinieren möchtest? Unbedingt. Ich habe dich wegen der neuen Schuhe gewarnt. Ist alles halb so wild. Von dem Geld schaffst du erstmal die Kosten für die Eisziele und dann kann ich da die Füße hochlegen, ja? Wenn das klappt, dann bekommst du lebenslang Eis umsonst. Oh, dann sind die Blasen natürlich weggeblasen. Hey, es gibt auch Haltungsnoten. Besser? Wow. Viel besser. Sag mal, du warst ja richtig schnell. Ach, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ach. Und jetzt? Also ohne fremde Hilfe kommen wir da nicht mehr raus. Okay, dann gibt's noch eine Möglichkeit. Ja, sind die kleinen Nervensägen doch zu etwas gut. Ja, für Notfälle allemal. Wie oft kommt sowas im Leben vor? Einmal? Zweimal? Das kann man nie wissen. Mist, ich krieg hier kein Netz. Ja, soweit zu den Notfällen. Okay, dann warten wir eben. Irgendwann wird man uns auf dem Schloss schon vermissen. Und lange kann es ja nicht dauern, bis uns jemand findet, oder? Bitte schon. Wieso? Ich habe niemandem von unserem kleinen Rendezvous erzählt. Aber ich dachte, Nico weiß davon. Nico weiß von dem Ausritt, aber nicht von unserem Picknick. Ja, aber irgendjemand muss das hier doch alles vorbereitet haben. Ja, das war ich selbst. Ich sagte ja, diese Höhle ist mein kleines Geheimnis. Na super. Also wenn ich mich recht erinnere, muss hier ganz in der Nähe ein zweiter Ausgang sein. Sind Sie sicher? Ja, allerdings habe ich ihn zuletzt in meiner Kindheit benutzt. Du bist ja immer noch hier. Jetzt geh aber runter zum Marathon. Kannst ja Caroline mitnehmen. Ist viel zu viel für sie. Ich habe auch keine Lust. Ein bisschen Ablenkung würde dir aber gut tun. Geh ich eben vor die Tür. Hm, super, bei dem Wetter. Na und, ist doch egal. Was ist jetzt? Hanna, Florian ist einfach abgehauen. Kein Mensch weiß, ob er überhaupt hier zurückkommt. Ich glaube, er will einfach seine Ruhe haben und nachdenken. Und dafür braucht er so viel Zeit, ja? Es war halt ein Schock für ihn, dass er nicht Carolins Vater ist. Ich erwarte überhaupt nicht, dass gleich wieder alles gut ist. Aber er muss mir wenigstens die Möglichkeit geben, über alles zu reden, mich zu erklären. Aber das macht keinen Sinn, bevor er sich nicht beruhigt hat. Warte mal ab, der taucht schon wieder auf. Ja, dann bleibt es also dabei, dass Frau Jones als neue Geschäftsführerin
die Umstrukturierungen nicht auf den Firmenverbund ausweitet. Ganz genau, wie in der letzten Aufsichtsratssitzung vereinbart. Betreffen diese nur das Konzernmanagement. Gibt es einen Grund zur Beunruhigung? Nein. Ich wollte Sie noch was Persönliches fragen. Ja, schießen Sie los. Hat Florian sich bei Ihnen gemeldet? Nein, leider nein. Wir sind sehr beunruhigt, Isabel natürlich auch. Tag zusammen. Florian, wie siehst du denn aus? Wo kommst du her? Na, wie geht's dir? Nicht so gut. Tja, wenn Sie noch Fragen haben, dann... Ach, dann wende ich mich an Sie. Ja. Danke. Wenn du mal ein Bier trinken gehen willst, melde dich, ja? Mach ich. Herr Brandner? Herr Schneider. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Florian, setz dich doch. Ich gehe erst mal duschen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Mir ist klar geworden, dass ich vor dem ganzen Mist nicht davonlaufen kann. Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Ja. Ich bin zurückgekommen, um mit Isabel darüber zu sprechen. Klappt doch super. Ja, bei so einer Tanzlehrerin. Oh, danke schön. Und natürlich bei so einer Partnerin. Sag mal, welches Buch liest du gerade? Komplimente leicht gemacht? Nee, wie werde ich Fakir? Aber guck mal, die beiden da. Ich glaube, der hat dein Buch auch gelesen. Er tanzt als hätte er Nägel in den Schuh. Oh ja. Ich befürchte auch, der wird das nicht mehr lange durchhalten. Schlecht für ihn. Ja, besser für uns. Einer weniger, der uns gefährlich werden kann. Aber wir sind auch noch da. Ach, ihr? Wir werden Nummer eins. Ja. Wie gut. Das ist der hüpfende Schwan. Echt süß von den beiden, dass sie uns so unterstützen. Mhm. Solange sich Anni dabei nicht die Beine bricht. Ach, das glaube ich nicht. Oh, guck mal, die beiden da. Sind richtig gut. Ja, perfekt. Aber ich habe schon gesehen, die tanzen nur und geben sich Mühe, wenn jemand zuguckt. Ja, und das fällt bestimmt bald auf. Ja, dann müssen wir uns richtig ins Zeug legen. Das packen wir. Haben Sie den anderen Ausgang gefunden? Ja, schon. Aber ich hätte es wissen müssen. Ist er auch verschüttet? Das nicht, aber etwas zu klein. Als kleiner Junge war es kein Problem, dort durchzuklettern, aber jetzt... Und wenn ich es versuche? Vielleicht schaffe ich es ja und kann Hilfe holen. Nein, es kommt überhaupt nicht in Frage. Irgendwann muss jemand die Pferde draußen bemerken. Ja, irgendwann. Ah, das Gewitter hat sich beruhigt. Wenigstens hat der Sternschlag endlich aufgehört. Das hilft uns nun leider auch nicht weiter. Wir bleiben hier. Falls uns jemand vermisst, wird es das Beste sein. Aber Sie haben doch gesagt, niemand weiß, wo wir sind. Trotzdem können sich Carla und Nico denken, dass so ein Ausritt nicht ewig dauert. Sie werden uns suchen lassen. Entschuldige, aber hast du meinen unseren Vater gesehen? Nein. Ich müsste was Dringendes mit ihm besprechen. Na, dann kannst du eine Nummer ziehen und dich hinten anstellen. Ich bin auch schon mit ihm verabredet. Hast du deshalb so blendende Laune?
bin noch nicht mal einen Tag hier und er versetzt mich. Dann lernen Sie ihn eben gleich von seiner anderen Seite kennen. Hat doch auch was. Er wollte doch nur mit Cecile ausreiten. Das kann nicht den ganzen Tag dauern. Vor allem nicht bei dem Wetter. Ich denke, Sie werden bald zurück sein. Hoffentlich. Hat er dich auch schon mal versetzt? Wie soll ich sagen? Selbst respektable Menschen wie mein Vater haben ihre Ecken und Kanten. Aber deshalb sind sie auch eine Spur interessanter als andere Menschen. Tja, so interessant habe ich mir meinen Einstand nicht vorgestellt. Gewesen. Hoffentlich höre ich sie auch. Lass uns mal darüber setzen, das ruhige. Aber die nächsten paar Stunden wird sie ja wohl durchschlafen, oder? Redest du von meinem Kind? Ja. Hallo zusammen. Hallo, wie siehst du aus? Man könnte meinen, die Welt geht draußen unter. Nicole, kannst du mir einen Grog bringen? Oh ja, für mich auch. Ein Wasser? Mhm. Ein Wasser. Komm sofort. Aber wenn wir jetzt zusammen tanzen, wird dir gleich wärmer. Ja, ich bin eher für die klassische Variante. Ein Mause. Isabel, ich habe Florian gerade bei einem Partners getroffen. Ist er wieder da? Hat er was gesagt? Ich habe nur ganz kurz mit ihm gesprochen. Er ist gerade wiedergekommen. Da siehst du. Ja, wie geht's ihm? Wo war er? Das fragst du ihn am besten selbst. Draußen ist es jetzt schon dunkel. Morgen wird man uns bestimmt finden. Das heißt, wir können uns hier die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Naja, wenigstens sind wir gut ausgestattet. Gutes Essen und guter Wein. Und Ihr Humor scheint auch nicht abhanden gekommen zu sein. Dinner bei Kerzenschein. Das ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Aber in einer Höhle? Solange es ja keine Bären gibt. Also den letzten hat man vor 200 Jahren gesehen. Na dann. Ich habe mir das auch alles etwas weniger turbulent vorgestellt. Du musst mir glauben, ich liebe dich. Und wenn du mir verzeihst, dann... Küss mich einfach. Also dann noch viel Spaß. Ja, haltet durch. Bis dann. Tschüss. Machen wir. Tschüss. Zwei Cola, bitte. Und ein Wasser. Komm sofort. Mann, Robin, du hältst den Marathon bis zum Ende sowieso nicht durch. Ja, sowas ist mein Freund. Dankeschön. Frag mich echt, warum du dir das antust. Ja, weil ich gewinnen will. Ja. Aber da kommt doch für dich persönlich nichts bei rum. Du scheinst echt ganz schön auf Alexa abzufahren. Wie kommst du denn auf den Mist? Guck mal, du legst dich doch für sie genauso ins Zeug wie ich. Das kannst du ja jetzt wohl mal gerade überhaupt nicht vergleichen. Ich im Gegensatz zu dir kann doch auf meinen Füßen stehen. So, fertig. Dankeschön. Danke, mein Schatz. Bitte. Und?
ist alles in Ordnung. Robin, wir müssen nicht weitermachen. Doch, doch. Worauf wartest du noch? Komm. Warte, trink wenigstens was. Nee, ich bin platt. Ach, komm schon. Nee, ehrlich, mir reicht's. Das haben wir schon lange genug, die Platzhalter gespielt. Ja, schon, aber... Ja, eben. Komm. Also, was der Robin da abzieht, das ist echt der Hammer. Oh, der Sommer war so trocken und jetzt will es gar nicht aufhören zu regnen. Komm rein. Wo hast du denn Caroline gelassen? Danke, die ist bei Hanna. Ich will zu Florian. Hallo, Isabel. Hallo. Ist Florian da? Sekunde. Komm, komm. Hat er noch irgendwas gesagt? Nein, nur, dass er mit dir alles klären will und deshalb ist er auch zurückgekommen. Vielleicht versteht das ja doch. Ach, ich wünsche es euch so sehr. Ich will, dass wir wieder eine Familie sind und ein ganz normales Leben. Schön, dass du wieder da bist. Hast du inzwischen mit Johannes gesprochen? Nein. Oh, ich bin echt abgemeldet. Gute Nacht. Frau von Lahnstein? Ja, was gibt es? Ich suche Ihren Vater. Ja, willkommen im Club. Wir haben die Pferde, mit denen er und Frau de Moron ausreiten waren, im Hof aufgefunden. Was? Sie standen da völlig durchnässt. Wir haben sie erstmal zurück in den Stall gebracht, aber Ihren Vater konnte ich leider nirgendwo ausfindig machen. Der wird sich irgendwo mit Cécile verdrückt haben. Dann hätte er die Pferde wohl kaum im Regen stehen lassen, Nico. Ja, wo könnten sie denn sein? Tja, vielleicht sollten wir sie doch langsam suchen, nicht dass was passiert ist. Nein, Sie bleiben am besten hier. Ich verständige die Polizei. Und Sie besorgen ein paar Taschenlampen. Benedikt, rufen Sie bitte sofort das Personal zusammen. Ich erwarte Sie in der Halle. Danke. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du hast dich nicht gemeldet. Wo warst du denn? In Holland. Am Meer. Für den kleinen Kopf. Schön. Florian, ich weiß, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Aber mit ein bisschen Abstand können wir vielleicht noch mal von vorn anfangen. Wir sind doch eine Familie. Ja, lass uns von vorne anfangen. Jeder für sich. Ich will die Scheidung. Das heißt, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, oder? Nein. Was ist mit dem anderen Ausgang? Vielleicht kommen wir doch da raus. Hey.
stell dir doch einfach vor, dass du so einen riesengroßen Schoko-Vanille-Eisbecher verdrückst. Ich kann nicht. Ich schwör's dir, wenn die anderen aufgeben, dann gebe ich dir einen großen Eimer mit Eiskaffee aus. Mir ist aber kalt. Dann kriegst du einfach heißen Milchkaffee. Besser. Warum werden die anderen nicht endlich müde? Das ist doch egal. Stell dir einfach vor, du stehst hinter der Theke in deiner eigenen Eisdiele und verkaufst das beste Eis der Stadt. Und die Leute werden nicht sagen, wir gehen Eis essen. Die Leute werden irgendwann sagen, wir gehen zu Alexa. Lach nicht. Ich kann nicht mehr. Wir sind schon da, Cecilia. Wie ist das? Aber das ist so nah am Boden. Was ist, wenn wir keine Luft mehr bekommen? Das macht mir auch Sorgen. Wir haben keine andere Wahl. Sie bleiben hier. Ich schaue erst mal, ob das Loch groß genug ist. Bitte sei vorsichtig. Ich bring frische Croissants mit. Alexa, hallo. Alexa. Meine Partnerin träumt bei dem Song immer ein bisschen. Das sieht man. Hey, wieso? Wir tanzen doch noch. Aber wir tanzen. Hey. Robin. Ich hab's vermasselt. Quatsch. Weißt du, du bist die tapferste Frau von hier bis Timbuktu. Entfernt. Das kann ich nicht sagen. Und was, wenn wir bis dahin erstickt sind? Wir müssen es versuchen. Was, wenn der Ausgang auch so schmal ist und wir stecken bleiben? Wir haben keine Wahl. Komm, Cecile, du musst mir vertrauen. Und so geht es weiter. Wir wollen noch Chancen haben. Klar. Also, so viel ich mitbekommen habe, sind das die Favoriten. Was schon kaputt ist, kann man nicht mehr zerstören. Aber reparieren. Ich halte diese Heuchelei nicht mehr aus. Bist du wirklich sicher, dass du das Richtige tust? Wo muss ich unterschreiben?